normalerweise, wenn ich gerufen werde, Hilfe! Dann ist es so, dass ich das mit den Leuten im Gespräch führe. Das hat auch immer mit den Menschen zu tun, die im Raum sind. Dann rede ich mal mit den Leuten, die zu Angst haben. Ist ja nicht nur getan, wenn ich in irgendwelchen Raum reingehe und dann irgendwelche Wesen wahrnehme oder Energien oder was auch immer in so einem Raum drin steckt. Und dann gehe ich wieder, sondern es sollte ja auch so sein, dass die Menschen dann anschließend damit arbeiten können. Ich muss erst herausfinden, aus welchem Grund diese Person in diesem Raum ein Problem hat. Oftmals geht es ja darum, das Herz zu öffnen, und die Ängste sind ja meistens darunter versteckt. Und das muss man irgendwie herauslocken. Und wenn ich nur über den Verstand rede oder so, dann sind die Blockaden, die ja der Verstand letztendlich auch irgendwie gebracht hat, da komme ich nicht durch. Dann switche ich sozusagen um und habe meine Konzentration auf eine andere Ebene im Raum. Ich sehe dann, je nachdem, auf was ich mich konzentriere, entweder die Wesen oder ich bemerke, wo der Raum als solches jetzt schräg steht. Also gehe ich dann nur durch die Wohnung, schaue mal an, ob die Wände okay sind, ob der Nachbar irgendwie vielleicht zu viel von seiner Energie rüberschwappen lässt oder ob es einfach ein generelles Ungleichgewicht in den Räumen gibt, und dann schaue ich halt irgendwie noch nach dem Wesen oder nach den Gedanken oder Seelenfragmenten. Gerade bei älteren Häusern gibt es ja viele Sachen, die da zurückgelassen wurden. Alles ist wirklich angenehm, manche sind halt auch irgendwelche negativen Komponenten, die da kleben bleiben. Die kann man aber natürlich auch entfernen, weil der Mensch ist natürlich irgendwie stärker als alles andere. Wir klinken uns mit anderen Realitäten zusammen oder überein, um unsere persönliche Realität zu erschaffen. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der seine Realität mit einer anderen Realität verbunden hat, sodass er unter der anderen alten Realität leidet, muss man erstmal herausfinden, warum er das getan hat. Und dann kann ich in der anderen Realität schauen, ob ich irgendwas verändern kann, damit derjenige, der leidet, erstmal von außen in Ruhe hat, um dann in seinem Inneren seine Probleme zu lösen. Ich finde es ganz fürchterlich, weil es wirklich ersichtlich ist, dass die Kinder dann oftmals anschließend wirklich Ängste aufbauen, die nur damit zu tun haben, weil sie irgendwelche Sachen gesehen haben, die sie verarbeiten können. Das ist eine Energie, die von außen hier drauf prallt und quasi so eine Art Einbuchtung. Das ist in der Matrix, sehe ich dann diesen Raum dann so, dass er nicht waagerecht ist, sondern dass er so ein bisschen wie eine Einbuchtung hat. Und ich kenne dann förmlich so diesen ganzen Raum, in dem ich so nach und nach mich breit ausdehne. Und dann so durchgehe und dann quasi alle Energien, die in irgendeiner Weise nicht hierher gehören, die poppen dann so auf, und dann habe ich meine Aufmerksamkeit dann direkt an den. Spannend wird es dann immer, wenn ich Gänsehaut kriege, weil dann ist klar, ich habe es gefunden, und was ich jetzt hier versteckt. Ängstlicher alter Mann. Jetzt mal hier in seiner Ruhe, und ich werde nachher versuchen, ihn ins Licht zu bringen. Manchmal muss man irgendwie lange diskutieren, weil der Tod ist eine relative Sache. Also manche Wesen, also gerade die Verstorbenen, die kleben blieben, da gibt es einen Grund. Entweder sie haben Angst vor dem Tod oder sie können irgendwie aus dem Leben nicht loslassen. Das heißt jetzt irgendwie materielle Güter oder irgendwie zum Beispiel ein Haus, wenn jemand sein Haus gebaut hat, und das war sein Ein und Alles. Oder er verlässt irgendwelche Liebenden, die er nicht zurücklassen möchte. Kann aber auch sein, dass natürlich irgendwelche Menschen den Sterbenden nicht gehen lassen wollen. Das ist genauso schlimm, dass sie den quasi zurückhalten und er nicht gehen kann. Und das führt dann dazu, dass er irgendwann mal, wie soll ich sagen, den Bus verpasst und dann nicht dahin kann, wo eigentlich normalerweise irgendwie eine Seele hingeht, wenn sie nach dem Tod des Körpers, nämlich in die eigene Dimension oder die Ebene, es ist keine Dimension in dem Sinne, es ist über den Dimensionen, eben diese Seelenheimat, dieses Licht,
Das ist dann auch dieser Tunnel, der dann so oft beschrieben wurde von Menschen, die dann irgendwie, was ich, Nahtoderfahrungen hatten. Dass sie dann eben sehen, wie sich so ein Tunnel öffnet. Und so muss man sich auch vorstellen. Ich habe einfach das Talent, diesen Tunnel zu öffnen. Und es ist wirklich immer wieder ein unglaubliches Erlebnis, wenn dann dieses Licht sich auftut. Und dann das Wesen, wenn es mitgeht, mit nach oben geht und sich dann das alles öffnet. Und dann ich diese Seelen wahrnehme, die dort sind.